Jetzt habe ich bestimmt schon wieder 300 Sachen falsch gemacht. Auf jeden Fall. So. Ich warte einfach nur bis ja, bis es die Aufgaben dann wieder freigeschaltet sind, bis ich wieder lösen klicken kann, zum Beispiel jetzt. Entschuldigung dafür, aber ich ist noch Feuer. Das ist genauso eine das ist genauso ein schönes Spiel. Das diese Spiele, die wir gerade machen, die sind so qualitativ hochwertig. Die könnte man jeden Tag spielen. €20 für den Grafiker zum Beispiel. Auf jeden. Ja, und jetzt ich gehe mal ein bisschen die Gänge lang, so ein bisschen so. Was wird eigentlich, wenn man da so hingeht? Da passiert nichts, okay. Ich baue mich mal absichtlich ein bisschen ein. Das ist der Einbausimulator 2015 gerade. Wie man sich am besten einbaut. So. Ein Stein fehlt noch. Bis ich mich eingebaut habe. So, jetzt habe ich mich komplett eingebaut. Na gut, doch einer fehlt. Einer fehlt noch. So. Jetzt habe ich mich eingebaut. Hallo lösen. So. So, jetzt kommen wir da rein. Die Zelle. Oh. I'm glad that you're here and that you're my witness. Ich bin froh, dass du hier und Zeuge sein wirst. My soul is restless. I am the one responsible for the cursed legacy that has afflicted my ancestors. Meine Seele findet keine Ruhe. Ich bin für das furchtbare Vermächtnis verantwortlich, das wie ein Fluch auf meiner Familie lastet. When my spirit could no longer reside within my human form, the family council decided to imprison me. Als mein Geist nicht länger in meiner menschlichen Form verweilen konnte, beschloss der Familienrat, mich einzukerkern. I died a beast. There must be a way to undo the original curse. You are my only hope. Ich starb als Bestie. Es muss eine Möglichkeit geben, den ursprünglichen Fluch aufzuheben. Du bist meine einzige Hoffnung. Ja, Mensch. Schöne Glühbirne. Die ist schon sehr qualitativ hochwertig. Kennt ihr die alten Osram-Glühbirnen, die dauernd kaputt gegangen sind? Das ist bestimmt genauso eine. Die blinkt gerade so, als wenn sie gleich kaputt gehen würde. Was haben wir denn hier? Skelett. Wimmelbild haben wir schon wieder, Mensch. Da kannst du wieder mitsuchen. Du Bro. Anker, Rührbesen, Maus.
Anker. Wo ist ein Anker? Ein Anker. Wo ist ein Anker? Da ist ein Anker. Ein Rührbesen. Da ist ein Rührbesen. Eine Maus. Schwimmerfischpflaster. Da ist das Pflaster. Ein Schwimmer. Da ist ein Schwimmer. Ein Fisch. Die sind immer so ekelhaft. Du Bro. Die sind immer so ekelhaft. Immer ist da Essen zwischen. Ich will nicht wissen, wie lange das da schon liegt. Das ist so ekelhaft. So. Maus und ein Fisch. Ein Fisch, wie soll ich den Fisch hin? Oh, das war ein Regen. Das war das Radieschen. Wo ist denn der Fisch? Das ist die Kakerlake, Handschuh. Ein Handschuh. Das Handschuh. Schon wieder ein Dominostein, Alter. Ein Schlüssel. Der ist da an der Kette da. Bei dem Skelett und. Ah, danke schön. Diese konntest du mir doch mal helfen, das ist ja geil. Jetzt brauche ich noch eine Maus, einen Fisch und einen Dominostein. Eine Maus. Ich finde auch die Dominosteine immer so schwer. Das Waschbecken sieht auch sehr gesund aus, wenn ich mal so sagen darf, zwischendurch. Trotzdem finde ich die Maus nicht. Die meinen bestimmt die Sendung mit der Maus. Die ist hier nicht zu finden, weil hier kein Fernseher ist. Ein Fisch? Wo ich einen Fisch finde? Ich finde hier alles drei nicht. Das ist traurig. Ach, das ist die Maus. Oh, gut. Ich klicke hier nur wild rum gerade. Wo soll denn der Dominostein sein? Ach, der war ja so gelitten eigentlich, ne? Kann das sein, dass er beim Stein irgendwo war? Sorry Leute, ich krieg mal einen Tipp gerade. Ach ja,
Ich hab doch gesagt, dass der Dominostein, der war so gelitten. Ach nee. Ja. Ich mach meine Hose auf, den riecht's nach Fisch. Gilt das auch? Entschuldigung. Oh. Man muss ja bedenken, dass Leute noch ein bisschen, dass Leute ja essen, wenn man Let's Play ist. Gut, das mache ich auch gerne. Ein Fisch. Das ist ein Krebs. Da ist er. Ah. Ich habe das als Fisch nicht erkannt. Ich muss mir das im Video nochmal angucken. ein Ring. Kennt ihr den Film The Ring? Da, naja. Die wurde bestimmt auch hier eingekerkert. Was können wir jetzt mit dem Ring machen? Können wir hier zum Beispiel irgendwo hoch und dann hier rüber? Oh. Naja, das Minispiel habe ich ja hingekriegt eigentlich. So. So. Was? Das sieht ja nicht wirklich schwer aus. Naja, ich habe das. Entschuldigung, Leute, ich habe das ja schon mal zum Mal gespielt. Wenn das jetzt nicht bleiben würde, du Bro, wenn man hier trotzdem auswählen könnte, noch das versetzen könnte, dann wäre es schwieriger. Dann wäre es richtig schwer. Aber so ist das eigentlich machbar. Und ja. Und wir kriegen Dynamit natürlich. Das stecke ich mir gleich in den Mund und dann zünde ich mir das an, dann ist das Spiel vorbei. So. Ja, wo bringen wir das hin? Wo wir es eigentlich hinbringen sollten? Machen wir das da hin? Ach, wir haben ja noch... Ach, wir haben ja noch Dings hier, ne? Du kannst auch... Man kann doch mit... Man kann auch mit einem Feuerstein einfach eine Zündschnur ans... Das Spiel und Logik, ne? Das... Man kann auch mit einem Feuerstein eine Zündschnur anzünden, was... Alter, was ist das für eine Alte? Das ist ja... Ich frage gar nicht. Der ist ja unfassbar. Ich muss doch mal ein Feuerzeug oder so finden, oder was? Ja, muss ich. Leider Gottes. Was haben wir denn jetzt bisher gefunden? Wir haben nur Scheiße im Inventar, das ist schön. Das wissen wir. Vor dem müsste einer mal das Jugendamt anrufen. Weil guck mal, hier steht ein Kinderwagen mit einem Baby drin. Völlig im Regen, völlig allein gelassen. Da hinten warten Wölfe, weißt du, und keiner macht was. Da müsste eigentlich mal jemand das Jugendamt anrufen, ganz ehrlich.
Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. War hier noch was? Nee. Was muss ich denn noch machen? Muss ich hier noch irgendwas machen? Ist hier noch irgendwas zu machen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube mir mal, ich nehme mir mal einen Tipp gerade, Entschuldigung. Und in dem Springbrunnen gibt es eine Zelle. Strecke das Stroh und Feuerstellen brand. Was? Stroh? Wie? Ich frage gar nicht. Aber erstmal 20 Euro für den Grafiker. So. Was wir damit machen, weiß ich ja schon. Da gibt es ja noch einen speziellen Raum. Wendeltreppe, müssen wieder hoch hier, dann da rein. Ach nee. Wo war denn das? Wo war denn das mit dem komischen Kack da? War das hier? Nee. Schleifstein. Gut, das war irgendwo anders, ne? Weiß das war. Entschuldigung. Bin aus Versehen raufgekommen. Ich gehe zur Schleifmaschine rechts. Achso. Ja, sorry, ich bin blind. Ich €20 für den Grafiker. So. Irgendwo muss hier irgendwo noch ein Busch gewesen sein. Nein, denk nicht falsch. Ich meine richtigen Busch, nicht was ihr so denkt. Haben wir den? Den haben wir schon? Ach da. €10 für den Grafiker. Streichhölzer. Ja Mensch, da kommen wir ja schon wieder ein bisschen weiter. Oh, Mann, war das laut. Muss ich mir gerade mal die Ohren zuhalten. Was machen wir jetzt im Kinderzimmer? Oh. Ach Mensch, das Baby hat kaum zurückverwandelt, hat das Baby in ein Lineal geschissen. Das ist ja... das ist schön. Kaum ist der Welpe zum Baby geworden, der hat das ein Lineal geschissen. Ich will gar nicht wissen, was das gegessen hat. Ist ja unfassbar. Ja, was soll ich jetzt mit dem Lineal machen? Mein Ödel ausmessen oder was? Alter, schon wieder 46 Minuten. Oh, krass. Ja, was soll ich mit dem Lineal machen? Was haben wir denn? Heckenschere. War nicht doch draußen irgendwo was?
Wenn ich hier nur so mal so den Busch, den haben wir schon. Da ist noch eine Krähe. Können wir die nicht mit Batterien bewerfen? Können wir nicht. Können wir nicht einfach hier pock, 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 pock? Können wir nicht. Können wir einfach mal ein Loch durch den Kopf bohren? Geht auch nicht. Können wir die einfach mal köpfen? Geht auch nicht. Oh Mann, hier geht doch gar nichts. Was soll ich jetzt mit dem Lineal, Alter? Ach, hier Heckenschere. Genau. Können wir jetzt hier durch? Draußen. Wimmelbild! Schön. Fahrrad, Weintrauben, Skateboard. Das ist Fahrrad. Weintrauben. Alter, das Quietschen, das nervt. Wenn das Quietschen nervt, einfach mal... So. Jetzt nervt das Quietschen nicht mehr. Euch schon, aber mich nicht. Irgendwie gemein. Weintrauben Skateboard. Weintrauben, wo sind hier Weintrauben? Die sind ja auch grün. Das ist ja... Bumerang, Bügeleisen, schon wieder ein Telefon. Oh, da was hier ist. Oh. Ein Telefon. Ach, hier ist die Weintrauben. Ein Skateboard. Wo soll ich denn ein Skateboard finden, bitte? Oh. Ach, das war... Das ist das Skelett. Ist hier Raube? Was? Fernseher? Den haben wir da. Karte Pflaume. Wo soll ich hier Kai Pflaume finden? Wo soll ich hier bitte schön Kai Pflaume finden? Den finde ich doch nur bei die Liebe zählt. Skateboard. Ach, hier ist Kai Pflaume. Alter, das sieht aus wie... Das sieht aus wie das primäre Geschlechtsorgan einer Frau. ich... Naja, ich frage gar nicht. Eine Karte und ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen ist das. Bügeleisen. Irgendwie fehlt mir das Geräusch schon. Was quietscht denn hier immer so? Ich will das mal wissen. Ich muss bald wieder schnibbeln. Bügeleisen. Wo war das?
da ist die Karte. Bügeleisen, Skateboard. Da ist das Bügeleisen. Jetzt wollte ich noch das Skateboard. Das ist ja... Ja, das kann auch lustig werden. Wo ist das Skateboard? Da ist ein Karnickel, darauf kann man zwar auch skaten, aber nicht lange. Kaum gesehen. Entschuldigung. Hier ein Dings. Bevor wir das machen, muss ich aber eine ganz kleine Pause machen. Wärmt euch derzeit an den Kamin und bis gleich.